Ja, diese Platte. Schon eine in der Sonne, he? Quadratmeter in der Sonne, würde ich sagen. Dann tue ich jetzt den schnell so pro forma ausstecken. Ich würde sagen, damit es gut kommt für euch als Staat, ist dann, ihr könnt dann immer wieder sagen, ja, ist jetzt halt, schau mal, ein Reh. Oh, schön. Ich denke, es gibt, schlussendlich gibt es einen beweglichen Quadratmeter für euch. Ihr habt 2103 Quadratmeter zur Verfügung. Ich tue jetzt pro forma einen ausstecken, aber wenn die sagen, nein, in einer Ecke werden wir für nächstes Jahr, dann ändern wir dort. Und über nächstes Jahr im unteren Ecken oder pff, einfach wie es gerade ist, wie ihr gerade Lust habt. Jetzt einfach wieder finden nachher. Richtig stehen, das sind Grenzsteine. Neusland hat einen grossen Vorteil, ich kann sie reinnehmen. Jetzt ist es reingenommen, die Grenzsteine sind einfach dort gelegen. Und jetzt tue ich sie sozusagen wieder raus. Nur jetzt tue ich sie invers raus, weil normalerweise stehen die Grenzsteine natürlich an den vier äußeren Punkten. Und jetzt stellen sie als Grenzen auf zu dem Quadratmeter. So, das wäre er. Und so eine Art als Geschenk von unserer Nation an eine junge, neue Nation ist der Endgrenzstein eine Flasche Rote. Das ist der Staatswein von Ausland. Das sind jetzt noch die letzten Flaschen vom 12er. Dann kommt dann irgendein neuer Jahrgang, das müssen wir noch schauen. Den sind wir noch am Probieren. Es gibt eine neue Etikette, der ist mal für den Weinkeller vom neuen Staat. Ein Quadratmeter, das haben wir jetzt eben für den neuen Staat, hast du uns das wieder übergeben. Und ein Staatsgeschenk, die Flasche Wein, haben wir auch schon bekommen. Also da ganz toll, ich möchte mich da gerade bedanken im Namen von unserem neuen Staat. Also Bruno, Staatsgründer, der kommt raus, der weiß, wie es läuft, oder? Ja, genau. Ja, ja, die Erfahrung, habe auch schon internationale Beratungen gemacht über den Teich rein. Genau. Ich war an Mikronationen-Treffen, habe ein Buch gemacht, über die zu Mikronationen gereist und ein Buch und einen Blog geschrieben darüber, ein Video, einen Film darüber. Ich komme ein bisschen raus, ich bin vielleicht der Experte in der Schweiz. Genau, ich komme ein bisschen raus, tatsächlich.